Anderson und Findus. Ja, hallo Leute, hier ist wieder eure Malwanne. Und willkommen zu einer neuen Folge Wie schmeckt's? Da sich so viele von euch gewünscht haben, machen wir heute die Pfannkuchentorte von Patterson und Findus. Und dafür habe ich sogar das Originalrezept gefunden. Und dafür brauchen wir 10 Eier, 800 Milliliter Milch, 6 Esslöffel Zucker, 2 Teelöffel Salz, 500 Gramm gutes Bio-Vollkornmehl, 200 Milliliter Mirelleinwasser, 4 Esslöffel Fett und Fett zum Backen. Und für die Füllung 400 Milliliter Sahne, Marmelade und zwar selbstgemachte. Und Früchte zum Garnieren. Und los geht's! Zuerst müssen wir die Eier in die Rührschüssel machen. Jetzt kommt 400 ml Milch in die Rührschüssel. Jetzt noch 4 Esslöffel Fett. Jetzt kommen noch 6 Esslöffel Zucker rein. Und 2 Teelöffel Salz. Und das mixen wir jetzt alles zusammen. Und jetzt geben wir noch nach und nach Mehl hinzu. Fertig. Jetzt kommt die restliche Milch dazu. Und zu guter Letzt 200 ml Mirelleinwasser. Und nun alles gut verrühren. Und jetzt werden die Pfannkuchen nacheinander gebraten. Und ich war halt in London auch während der Zeit. Und da so, ja, ich bin in London unterwegs. Und es ist halt offensichtlich in einem Hotelzimmer. Und alle Leute halt so, ach so, deswegen ist sie also in London. Und ich dachte so, ey Leute, geile Sache. Während die Pfannkuchen jetzt abkühlen, müssen wir die Sahne steif schlagen. Fertig! Und jetzt müsst ihr die Pfannkuchen, die Marmelade und die Sahne abwechselnd schichten. Zuletzt macht ihr noch eine Schicht Sahne obendrauf und dann müsst ihr alles mit Früchten garnieren. Und die allerwichtigste Frage ist jetzt, wie schmeckt's? Die sieht ja cool aus. Glückswetter. Muss sagen. Seltsamer Freestyle-Tina-Pause. Hallo, hallo Leute. Wir sind jetzt hier auf der, Geburtstagsparty von Frodo. Wir müssen es gleichzeitig sagen. Hallo Leute! Wir sind jetzt hier gerade auf der Geburtstagsparty von Frodo! Ich führe euch jetzt trotzdem mal durch den Laden hier. Herzlich willkommen auf malwanne.de, dem YouTube-Kanal, wo ihr echt die krassesten Live-Hacks bekommt. Live-Hack Nummer 1, wenn ihr auf einer Party seid, stellt euch hin, so wie hier. Macht immer diese hier so, ja. Hört in der Hälfte, das ist immer so interessant. Ich hör's auch eh keiner. Interessiert ihn wirklich so. Lassen Sie den Mann in Ruhe, der war in der Bravo. Ne? Ich führe euch mal durch den Laden, das ist die beste Bahn. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ja, dann hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Und wenn ihr wissen wollt, wer meine absoluten Lieblings-YouTuber sind, der sollte diese beiden Kanäle hier auschecken. Und hier könnt ihr noch mich abonnieren, aber definitiv solltet ihr mal da hingucken. Einfach so, also das hat nichts mit dem Video zu tun. Das wollte ich einfach nur mal sagen. Bis dann. Tschüss.